So, hallo und hallo zur nächsten Folge von Minecraft Forever Stranded zusammen mit dem Kev, Hallöchen. Was geht da? Ich habe in der letzten Folge ein kleines bisschen aufgeräumt, währenddessen der Kev unseren ein Autocrafting-System gemacht hat. Das steht hier hinten. Hi. Schön kompakt, sieht noch unspektakulär aus, ne? Klein und mini, aber hauptsache es funktioniert und damit können wir uns schon mal ein paar Sachen autocraften. Und ich wollte heute ein bisschen rumspielen, weil das letzte Mal hat uns ja die Materialien immer gefehlt. Mit einigen Wettermaschinen wollen wir heute mal... pass auf, Vorschlag. Habt ihr auch Bock, den Kev heute mal mit einem Tornado wegzublasen? Oh, das kann ich machen. Network ja, Apprentice. Gerne. Ja, ich feg dich mal eben weg, denke ich. Ah, jetzt schon? Hast du alles da? Naja, warte, ich craft das nochmal ganz fix. Ich mache erstmal einen Radar. Lass mich erst mein ganzes Inventar ablegen, bevor du mich zerquetscht, okay? Ja, leg ruhig ab. Ich werde ja davon genauso betroffen. Der Tornado bleibt an einer Stelle, glaube ich. Und by the way, netter Fun Fact. Ja. Unser Auto-Crafting-System funktioniert jetzt. Das ist gut. Das heißt, du siehst, der Molecular Assembler müsste arbeiten. Ja. Guck mal, Kev, wir fahren unsere Wetterzentrale. Warte, ich baue jetzt den mal dahin. Nee, ist zu groß, ist zu groß. Ich kann locker zwei Blöcke nach hinten setzen. Setzen doch dahin. Tada, gut. Und hier vorne steht die Kiste. Kannst du das sehen? Ach da, oh, ja, ich sehe sie. Gerade gibt es halt kein Wetter, aber ich glaube, ich habe auch diesen Weather Deflector hier hingestellt. Deswegen kann auch gar kein Wetter kommen. Denn dieser Weather Deflector hält ja alles ab. Ich habe den mal weggemacht und vielleicht können wir in der Zukunft hier auf diesem Monitor, also hier in der Mitte, das Gelbe ist unsere Position, können wir da Wettersturmfronten sich nähern sehen. Das ist geil. Und diesen Weather Deflector schiebe ich gerade eben zurück. Und jetzt mache ich noch etwas, nur um damit herumzuspielen, zu experimentieren. Ich nehme an, wir haben genug Materialien dafür. Ja, komm. Na klar, wir haben so viel Material, jetzt kannst du. So, und dann mache ich mal eben das da hier und das da hier. Okay. So, ich hoffe mal, das ist auch ein Survival. Und hast du Bock, mal so ein bisschen wegzugehen von unserem Zuhause? Na klar. Weil es wäre scheiße, wenn ein Tornado uns alle wegradiert. Lass mal etwas in Richtung gehen, wo wir noch nicht waren. Übrigens, du bist gerade überhitzt. Ich weiß, ich habe gerade mich abgekühlt. Okay, Abfahrt, ich bin weg. Sehr gut, dann lass mal genau in die Richtung, hätte ich auch gesagt. So ein bisschen noch da und mal so. Lass mal so 1000 Blöcke oder so. Was? Ist das so heftig? Ich weiß es nicht. Also, Weather kann sehr böse sein, aber lass mal 1000 Blöcke. Wir sind ja auch 2000 zum Krater gehüpft, ganz ehrlich. Da können wir jetzt auch mal 1000 machen. Ach so, also ganz ehrlich, weiter als das müssen wir nicht. Nee. Aber ich bin jetzt auch schon fast 1000 Blöcke. Da kann ich ja die 1000 auch voll machen. Ja. Einfach so, dass von der Home-Basis. Ach, ich hänge ganz am Kaktus. Nee, ich bleibe in der Luft immer hängen irgendwie. Ja, so, ich bin jetzt auf 1000. Genau 1000 Blöcke hier. Genau 1000 Blöcke entfernt, Sekunde. Ich bin zu meinem Wegpunkt, exakt hier. Begrab mir hier ein Loch. Sehr gut, ich bin gleich da. Oh, ich bleibe in der Luft hängen. Oder ein Kakteen, oder? Weil die Chunks nicht so schnell laden. Oder meine Map. Ja, aber eigentlich müssten die ja geladen sein, weil ich ja schon. Ja, aber meine Map anscheinend nicht. Weil die Map sagt, Oh Gott. Da kommt der Spark. Hallo. Ja, ich weiß, ich hing hier gerade voll in einem. Ja, kommt. Boing, so. Wir sind 1000 Blöcke entfernt. Hallo, Kev. Jetzt will ich sehen. Mach den Tornado. Fertig. In Hoffnung, es geht. Wow! Alter, na, Kev? Flying is not enabled on the server. Ich bin rausgekickt worden. Ja, ich glaube, du hast... Yo, ich bin im Zyklon gefahren. Ja. Und dann ich muss flying enable, ich komme nicht mehr raus. ich habe mich mit einer Schleuder rausgeschleudert. Ich bin am Boden, ich stehe hier unten. Ja, dann soll ich versuchen, dir mal zu helfen. Mal gucken, ob ich das wieder rückgängig machen kann, den Tornado ausschalten kann, ohne hochzufliegen. Oh, ich habe einen Zyklon gemacht. Tropischer Alter, Zyklon. Das sieht krass aus. Ich bin genau in der Mitte, ich falle runter. Ja, ich habe ihn ausgeschaltet. Oh, Alter, ist das krass. Ja, wollen wir noch mal... LOL. Hä? Ist meine Boots kaputt gegangen, oder was? Du bist so richtig schön in meinem Blickfeld einfach abgenippelt. Hä, ist meine Boots kaputt gegangen? Wieso bin ich gestorben? Hast du viel dabei gehabt oder wenig? Nimm alles mit, aber ja, okay, kannst du alles tragen. Das meiste war Essen. Oh, lol. Nee, deine Boots sind noch da, die haben noch volle Haltbarkeit. Hä, wieso? LOL.
Ja, das nächste Mal werden wir einen tropischen Zyklon austesten. Verdufte jetzt erstmal. Ich siebe jetzt 10 Compress Erde durch. Will nicht mehr. Aber die Wetterkarte zeigt noch nichts. Das ist so ein richtiges Star Wars Panel. Ne, ich habe ja gerade ausgeschaltet. Das Einzige, was wir kommen, ist der Wüstensturm. Sowas wie Gewitter und so kann ja gar nicht kommen aus der Wüste. Deswegen ist es nicht so ganz effektiv, glaube ich. Das heißt, wir können jetzt nur diese Sandstürme vielleicht vorhersehen. Die werden angezeigt, aber er hat auch einen Weather Deflector platziert. Das heißt, da kommt erstmal sowieso nichts. Übrigens hier hinten, ich sehe hinten irgendwie so ein kleines Loch. Warte mal, wer einen Rubberwood Seed hat. Ah, oh, finally. Oh, ich habe einen Dungeon nochmal gefunden, einen Eingang. Der ist mal übelst getan. Das ist einfach nur eine Treppe nach unten, kein Gebäude, kein nix. Geht so im Kreise nach unten. Was haben wir denn hier noch? Geht 10 Millionen Kilometer nach unten im Kreise. Okay. Ah, ich habe hier wieder so einen Dungeon gefunden, was wir auch schon mal hatten. Ja, dieses OP-Dungeon. Ja, mit den roten Bricks. Aber scheint hier häufiger zu kommen, hä? Da sind oben keine Häuser drauf. Also es ist einfach nur ein Loch. Einfach nur Treppe und das war's. Hätte man fast übersehen können, wenn man nicht Spark heißen würde. Bin ich überhaupt richtig? Ja, da bin ich richtig. Also bist du jetzt zu Hause, um mir mein Zeug zu geben? Ja, ich bin da. Ich bleibe mal hängen hier in der Luft. Das ist total doof und ich komme der Schleuder manchmal nicht klar. So, ich habe deine Sachen. Where you at? Ich werfe die mal vor die Tür hier. Ich kotze alles raus. Ja, ich bin hier vorne und mache ja, dann Rubber. Sammeln wir hier ein. Ich habe hier einfach mal alles, was ich so hatte, werfe ich dir mal zu. Nein, mein ganzes Essen will ich wieder haben. Ja, ja, kriegst du alles wieder. Mein schönes Essen. Oh, Monster Jerky, behalte ich mal kurz 3 Stück. So, und damit hast du alles wieder. Klar. Aber jetzt bin ich kurz vom Brennen. Naja, ich wollte das mal ausprobieren und so wie es aussieht, funktioniert das auch im Survival-Mode. Du kannst Tornados, tropische Zyklonen und alles mögliche an Stürmen erzeugen. Krass, Alter, das ist echt heftig. Das ist ja übelst krass. Ja. Aber eine Sache ist bei mir jetzt noch vergiss es. Ja. Nee. Ich habe dir alles gegeben. Nee, das meinte ich auch gar nicht. Bis auf 3 Monster Jockey. Die dresche ich mir jetzt nämlich rein. Hui. Gut, volle Leiste, dann trinke ich nochmal was und ich bin bestens gerüstet. Und wir gucken mal, was wir als nächsten Angriff nehmen. Wo habe ich hier nochmal? Da ist die Wasserkiste. Okay, soviel zum Thema mit dem Wetter. Ja, sieht halt schön aus mit den Wolken, alles mögliche. Okay, Better Questing. Das mit den Moving Worlds, das würde ich erstmal hinten anschieben, weil das ist irgendwie nicht so der Ist das Wahnsinn. Nicht so der Hit? Nochmal? Mit den, ja, ist das nicht so der Hit? Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe auch hier diesen Quest gemacht, aber der checkt das nicht. Also, wenn du mal guckst bei First Plate, also ein Holo-Projekt habe ich schon gemacht, ist auch schon geclaimed und so. Oder, nee, ich habe noch nicht ausgewählt, habe ich nicht geclaimed, aber brauche ich auch nicht. Ich habe mal den zweiten dann gemacht, First Plate. Und wo denn? Steht, bei welches? Moving Worlds oder was? Ja. Moving Worlds. Plate? Hast du schon First Plate? Wenn einfach noch steht, Complete. Ja, First Plate und Holo-Projekt, da habe ich beide schon geclaimed. Okay. Ah, ich bin verwirrt. Ich habe gedacht, hast du auch schon einen Chicken Spawnick genommen? Ja, habe ich schon. Wir können was machen. Nice, wir haben 2 Chicken doch. Ja, lass mal irgendwo ein Gehege bauen. Wo wollen wir das am besten machen? Da wäre vielleicht mal so ein bisschen ein eine neue Gegend gut. Lass das mal machen. Lass mal eine neue Gegend basteln. Ich habe hier Walls gebaut schon, gecraftet. Und ich würde das vielleicht irgendwie so in diese Richtung machen, weil das ist ja unsere grüne Area. So ein Green Area. Und dass wir hier einfach so einen Weg durchmachen und einfach mal ein bisschen erweitern. Fuck, unsere Maschine, sie craftet! Sie macht die Kiste ja, wirklich komplett doch. Voll. Wurde mal Zeit hier. Richtig gut. Ich hatte nämlich was vergessen. Man braucht tatsächlich eine Crafting-Karte im Export-Bus. Ja, das stimmt. Dann ja. Versteht der Export-Bus, dass er craften soll. Aber die war nicht schwer. Die habe ich schnell gemacht und dann passt das. Ja, ist doch gut. Und jetzt haben wir wenigstens unendlich Holz und jetzt mache ich nur noch einen Export-Bus, damit ich alles das, was ich angesagt habe, auch fertig mache. Dass sozusagen alle Zap-Links auch... Ah, nee, das habe ich ja schon gemacht.
So, dann habe ich hier erstmal neue Gegend erschlossen. Ich werde mal ganz blöd die Sache mit dem Sandstein außenrum nicht machen, weil wir einen Weather Deflector haben. Oder ich werde mal kurz gucken, ob dieses Radar was anzeigt, aber ansonsten kann ich einen Weather Deflector anmachen und werde hier nie wieder einen Sandsturm haben. Von daher brauchen wir auch nicht komplett außenrum jetzt hier diese Gräben zu ziehen, wegen Zombies und so. By the way, Rubberwood. Ja. Es ist nur wichtig, dass halt diese Hölzer da bleiben oder müssen die immer neu wachsen? Hast du diese Industrial Craft Rubber Trees? Ja. Du brauchst dafür eine Tree Tab, dass du da Rubber abzapfen kannst von den Löchern. Ja, aber ich meine, kommen die immer wieder oder müssen die neu wachsen? Die kommen immer wieder. Du erntest das ab und dann etwas später. Ja, nee, weil ich vermehre die hier gerade mit Bone Meal. Und hole uns noch mehr Setzlinge mit einer Crook. Aber ich wusste jetzt halt nicht, ob ich das Holz abfarmen soll. Warum hatten wir eigentlich nochmal auf der Innenseite hier einen Zaun platziert? Haben wir doch eigentlich gar nicht gebraucht, ne? An der Wand meine ich jetzt. Ein Zaun? Ja, steht doch so ein Holzzaun vor der Wall. Haben wir doch eigentlich gar nicht. Ja, die kann weg. Das ist, die war nur davor da, weil die Mauer vor allen anderen war. Gut, ja, weil wir den dann abgebaut haben, drumherum gebaut haben, so ein bisschen. Ah, ich brauche mal kurz hier Spitzhacke erneuern. Die ist nämlich gleich wieder flöten gegangen. Bisschen Halbpaket hat sie noch, aber ich hätte gerne mal etwas mehr. Ich hole mal ein bisschen Cobblestone noch aus dem System und werfe das mal in unsere Lava-Maschine. Ja, sowas können wir auch übelst geil automatisieren mittlerweile, ja, ne? Ja, genau. Lass mal eine Lava-Produktion irgendwie noch machen. Ja, das ist ja kein Problem. Ein Export-Bus und du machst nur einen Export-Bus halt für Lava und den Rest arbeitest du mit Nodes, weil Export-Buses sind viel zu teuer da im Vergleich zu Nodes. Ja. So. Dann habe ich eben zwei Obsidian gemacht. Ich werde mal eins für die Spitzhacke benutzen. Ich habe auch noch eine Obsidian-Schaufel übrigens gemacht. Die kann ich auch mal wieder reparieren. Das ist ganz praktisch. Und so, wir sind jetzt imstande, alles zu kriegen. Das heißt, wir können endlich weiter mit den Quests voranschreiten, weil ich kann uns endlich einen Industrial Craft Compressor bauen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich doch auch vorher schon, falls ich Blaze Rods gebraucht habe, ich die auch irgendwie so gekriegt. Ich weiß noch nicht mehr wie. Nee, weil du, Nee, aber du brauchst immer nur Blaze Powder. Kann sein, aber weil Blaze Rods haben wir meiner Meinung nach noch nie gebraucht. Egal. Egal. Macht es ruhig. Industrial Craft ist auch so eine Sache, die man gut machen könnte. Man kann nämlich mit flüssigem Biomatter sich alles mögliche herstellen. Ganz viel Erde und anderem. Und ich denke mal, das wird unser Weg sein, wie wir die ganze Erde generieren. Wir haben halt die Möglichkeit, entweder durch Kompostieren das zu machen, das dauert aber 10 Jahrzehnte, oder wir machen das mit diesem flüssigen Biomatter und das wäre natürlich eine äußerst günstige Variante. Und schon funktioniert es. Automatisch wird, wenn die Setzlinge, die über sind, hier einsortiert, sehr, sehr gut. Hier bleiben immer 64 Setzlinge drinne. Die Kiste ist immer voll mit Duden Access. Ist das nicht nice? Also unendlich. Hiervon haben wir auf jeden Fall schon mal ganz sicher. Richtig gut an. Da müssen wir uns ja mit drum kümmern. Und Holz gibt's ohne Ende. Alles, worum wir uns nicht kümmern müssen, ist geil. Wenn du schon sagst, wir haben genug Access, dann klaue ich mir mal hier zwei raus. Oder eine. Ich möchte mal hier hinten die... Die wird ja nachgecraftet. Kein Problem. Ja, ich möchte mal hier hinten die, den Zaun abbauen oder die Zäune, die hier stehen, weil die nerven mich. Ich schließe auch, by the way, mal mehr Drives an bei uns. Ja klar, mehr einen zweiten Drive dran, nochmal mit Festplatten rein und dann... Jetzt kann ich die Drives nebeneinander setzen oder muss der separat verbunden sein? Jeder Drive braucht einen Anschluss zum System. Okay, dann stelle ich den einfach da an die Seite, dann passt das. Da kannst du daneben stellen oder drüber stellen, da musst du hinten dran denken, ein Kabel dran zu basteln. Yes. So. Mach ich mal die Zäune weg. Ich habe hier vorne ein bisschen vergrößert. Wir können den Untergrund ruhig sandig lassen. Aber dann nochmal einzeln irgendwie einzäunen oder einmauern. Eins für Chicken, eins für Kühe oder was auch immer. Wir können ja aus den anderen Spawner ja auch kriegen, oder? Tiere können wir... Ich glaube, die kriegen wir durch die Quest, oder? Ja, ich weiß. Warte mal kurz hier. Oder hab ja gar nicht geguckt. Creating Life, genau. Wir können uns Villager besorgen, Schafe und Kühe. Für Kühe brauchen wir einfach nur 8 Leder. Die werden verbraucht und dann kriegen wir Dings... Und Leder kriegen wir, ja, kriegen bestimmt auch irgendwie. Finden wir schon. Geht alles. Das dauert so lange mit einer Holzspitzhacke.
gerade ist auch wieder Nacht. Die liebste Zeit des Tages in Stranded, weil nicht zu heiß. Auf Strom sind wir auch nicht mehr angewiesen, von da ist mir egal. Dann, ja, wäre ich eigentlich soweit gleich. Ich mach mal ein kleines Chicken-Gehege. Ich mach alles von 1K Storage Cells, okay? Ja, mach ruhig. Beziehungsweise, wir können auch bald, glaube ich, upgraden, ne? Ja, ich meine jetzt erstmal, weil so schnell schaffen wir das nicht. Und das Ding ist, ich will jetzt kurz alles fordern. Wenn wir die Aufnahmesession beenden und der Server weiterläuft, dass dann halt eben zu keinen Komplikationen kommt. Lieber jetzt kurz, weil die 1K-Teile, die baue ich, knall ich jetzt schnell durch. Jo. So, ich habe mal die restlichen. Ja, hier vorne ist auch noch eine Stelle, wo Mobs spawnen können beim ME-System, ne? Ja, dann. Das wäre nicht gut, die habe ich weggemacht. Mach du. Ich habe wahrscheinlich irgendwo eine Fackel verloren gegangen. Geht ja relativ so, schnell. Chicken. Hast du die Zeit im Blick? Ich glaube, du bist schon richtig weit, oder? 16 Minuten. Oh. Ah, no. Ja, dann mach ich doch, dann mach ich noch. Ich weiß alles. Hab ich jetzt. Kam mir so spät vor. Boing. So. Ein Chicken, zwei Chicken und die Chicken erstmal direkt gepaart. Gleich drei Chicken McNuggets. Machen wir uns ein schönes Chicken-Gehege, ne? Ja, wir haben uns einfach ein kleines Hühnergehege. Ich habe jetzt mal davon abgesehen, eine Tür zu platzieren oder in so ein Zauntor, weil wir können ja eh drüber springen. Müssen wir ganz kurz die Schlinge drüber springen. Und hüpfst mal drüber. Und dann ist gut. Und ja, da vorne ist jetzt das Hütchenhaus fertig. Die können ja nicht raus über die Wall. Und lass mal gucken, wo wir Leder herkriegen. Ansonsten vergrößern wir unseren Tierpark mal. Ich versuche generell jetzt einfach mal ein bisschen mehr hier zu basteln. Man kann mit Rabbit Hide, nee. Mob Drops, nee. Nee. Atomic Reconstructor. Wir können aus Zombiefleisch Leder machen. Und diesen Atomic Reconstructor haben wir. Wollen wir den nochmal an Strom anschließen? Ja, mach ruhig. Haben wir irgendwo hier die Wires and Wire Connector brauchen wir, ne? Nicht Relay, sondern Connector. Connector. Also hier brauche ich noch 6 Stück. Ach, du hast geändert, ne? Ja, Entschuldigung. Haben wir noch irgendwo Clay zufällig? Also du suchst jetzt, dann kann ich machen, ne? 2, 3, 4. Ja, wir haben noch Clay. Den muss ich aber erstmal kurz durchbrennen. Ich mach mal 8 Stück. So, ich bin durch. Du kannst machen, was du willst. So, der zweite ME-Drive ist komplett voll. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall genug Platz haben. Es verteilt sich alles super. Ich nehme gerade auf. Ich darf sowieso mal machen, was ich will. Muhaha. Gegeben. Gegeben. Clay durchbrennen und dann schließe ich den mal an und dann mache ich mir aus dem Zombiefleisch, was wir haben, Leder und dann habe ich gleich schon Kühe. Instant. Hoffe ich mal. Rotten Flesh. Gimme that. Crystals Growth Chamber hast du weggepackt, ne? Ja, die müssen drin liegen, weil halt. Jetzt haben wir ja auch genug Saft. So, Connector, LV-Wire-Connector, den. Ups. Ich habe meine Slingshot weggeworfen. So, der Ort füllt sich jetzt. Ja, der macht gerade Soul Sand. Wie kann man das mal einstellen, irgendwie, dass er es nicht machen soll? Den Sand, Soul Sand? Ich glaube, das sind noch verschiedene Linsen, die du davor machen musst. Naja, der lasert einfach alles weg. Okay, ich habe schon das, was ich will. Ich stelle mal wieder aus, bevor der hier. Vielleicht kannst du ihn dann irgendwie hochstellen oder so. So. Ja, dann lass ihn mal eins erhöht irgendwie stellen.
Der macht jetzt noch, weil er ein bisschen Strom drin hat, aber ansonsten, gut, dann habe ich 8 Leder. Achtung, Kev. Nervt ja richtig. Oh, und 20 Eier brauche ich. Das heißt, ich muss erst von den Hühnchen 20 Eier abfarmen, bevor ich hier weitermachen kann. Ah, das ist ärgerlich. Habe ich nicht gesehen, ist nur auf der zweiten Seite. Das ist eine langfristige Quest jetzt, ne? Ja. Ja, ich muss 20 Eier sammeln. Vorher geht nichts. Hier unten sind 2 Stacks Pure Crystals, by the way. Das ist viel. Da hast du gleich mal richtig Gas gegeben. Ja, das Ding, das bringt nichts, mal ein einzelnes Mal bei 2 Stacks reingeworfen, weil wir brauchen immer wieder welche. Ja, ja, ja. Machen wir das. Ich kümmere mich eben ab. Ja, Leute, dann hätten wir es fast geschafft mit den Eiern, aber auch nur fast. Quatsch, mit dem nächsten Schritt, mit den Kühen. Wir werden, denke ich mal, in der nächsten Folge oder so machen. Ich freue mich erstmal, dass wir hier ein ganz normales kleines Gehege haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das gibt's mit dem Kev. Bis dann, lass krachen. Und tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.